So, heute will ich mal versuchen, Kirschen zu dürren. Dafür machen wir sie halbieren. Und dann tun wir sie drauflegen. Und dann wiegen wir das Ganze gleich, denn wie schwer das ist. Achso, wir müssen erstmal nullen. Mit den Dingen. Ups. Das wenn sie genau um 94. Nullen wir so. Haben wir die schon mal genullt? Ich habe, wie gesagt, die Kirschen jetzt halbiert, entkernt. Wie gesagt, da habe ich dann den so festgehalten, auf die Flasche halt drauf und rausgestochen. Es geht eigentlich ganz gut, wenn man keine Entkerner hat. Dann kann man sie schön zügig entkernen. Das ist ganz gut. Und die Kerne habe ich aufgehoben, um sie zu trocknen, also zu säubern. Und wenn sie jetzt denn sauber sind, dann möchte ich sie trocknen und vielleicht als Kirschkernkissen oder so als versuchen.320. Ja, auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mal welche bei dir abgeben. Ich habe zu viel Gewicht drauf. Ich darf nur 220, 226 haben in den Dreh. Aber. Ja, 228 ist gut. Ja, ich muss mal gucken, dass ich die Dörrfolie irgendwann kriege. So, 228. Weil die müssen wir gleich nochmal wiegen. Nee, die sehen ja die Leute jetzt. Wie gesagt, ich habe heute wieder ein fleißiges und ich möchte mich bedanken für die 30 Abonnenten, die ich bis jetzt habe. An die möchte ich mich bedanken für die Abos. Freut mich sehr. Vielleicht könnt ihr ja auch mal ein Abo machen, einen Kommentar schreiben, was euch mehr interessiert, weil das kann ich leider noch nicht einsehen. Wir haben jetzt heute also. Starten. Achso, wir erstmal mit anmachen. So, starten. 60 Grad. Und jetzt brauchen wir circa 24 Stunden. Also geben wir mal einfach 20 Stunden ein. Und dann gucken wir, ob wir noch mal 4 Stunden nachgeben. So. Okay. Start. Und über einen Kommentar oder ein Abo oder so würde ich mich sehr freuen. Und so, meine Lieben. Die Kirschen waren jetzt 24 Stunden, habe ich es trocknen lassen. Sind also. Richtig trocken, schmecken intensiv. Also füllen wir sie erstmal ins Glas um. Und die getrockneten Kirschen kann man wieder wie gehabt in eine kleine Gefäß tun, wenn man unterwegs geht. Ja, wie gesagt, in eine kleine Gefäß tun oder so, in eine kleine Dose, Tupperdose oder so. Oder man nimmt sie ins Müsli rein, man snackt sie zwischendurch. Ist halt auch mal was anderes als Chips oder Salzstangen oder so. Ja. Das kann man einfach so zwischendurch mal snacken. Unter Umständen. Laminierfolie, ich habe halt wie gesagt noch nicht genügend Laminierfolie. Und sobald ich sie habe, laminiere ich das meiste Zeug. Dann kontrollieren wir gleich mal auch, wie das ausschaut von der Haltbarkeit, was noch alles gut ist. Das ist auch wichtig. Das wird dann ein bisschen längeres drin. Wir nullen sie. Also genullt, wie viel das jetzt ist.
Wir haben 880 Gramm gehabt. Also wir haben jetzt 54 und 880 Gramm hatten. 880 Gramm hatten wir, also sind wir bei ca. 12-13% Trockenmasse. Das ist in Ordnung. Damit habe ich die Richtlinie auf jeden Fall erfüllt. Und wie man sieht, ist es ein schönes, gutes Glasfass voll. Ne? So. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und über ein Abo oder einen Kommentar oder Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Danke. Ciao.